Ja, herzlich willkommen zur WeThink Corporate Finance 2017 hier in Hamburg im Hotel Atlantik. Ich begrüße an meiner Seite Manfred Samstag Vielen Dank. von der Cofax und ja, ich würde Sie bitten, sich kurz vorzustellen und Ihr Unternehmen vor allem. Mein Name ist Manfred Samstag. Ich gehöre zum Vertrieb der Cofax Deutschland AG. Das Unternehmen, die Cofax, ist führender Technologieanbieter. Wir offerieren den Kunden eine skalierbare, umfassende Lösungsplattform. Wir können verschiedene Themenfelder unterstützen, also von klassischem Archiving, Scanning, Erkennen der Belege, Verarbeiten der Belege. Und gerade hier im Bereich der Verarbeitung können wir eine Prozessplattform offerieren, die dem Kunden die Möglichkeit gibt, diese Prozesse zu automatisieren, zu optimieren. Ganz großer Fokus auch gerade hier auf der Veranstaltung im Bereich der Finanzprozesse. Und das Ganze geht dann noch weiter in den Bereich Reporting und auch für viele Kunden sehr spannend das Thema der Software-Robotics-Technologien. Sie sind als Businesspartner auf der Konferenz. Warum genau sind Sie hier? Was hat Sie überzeugt, herzukommen? Also wir sind sozusagen Wiederholungstäter. Wir waren vergangenes Jahr auf der Veranstaltung und hatten einen sehr guten Eindruck mitgenommen und haben gesagt, das Konzept gefällt uns sehr gut, die Gespräche und die Ergebnisse. Von daher, ja, sind wir wieder da. Und was würden Sie sagen, oder was sind aus Ihrer Sicht die aktuellen Herausforderungen und Trends im Bereich Corporate Finance und welchen Themen widmen Sie sich speziell auf der Konferenz? Das sind mehrere Fragen und sehr interessante Fragen. Also die Trends sind für viele natürlich jetzt abseits von SAP, die gewissermaßen die Marschrichtung vorgeben mit HANA-Technologie, mit Fiori. Erkennen wir als Trend das Thema Software-Robotik. Das ist gewissermaßen in keinem der Gespräche momentan mehr wegzudenken. Die Kunden haben unterschiedliche Erfahrungen und Erwartungen natürlich an dieses Thema. Ja, das ist auf jeden Fall sehr groß und natürlich ganz klar aufgrund, da will ich das Schlagwort Kosteneinsparungen mal in den Raum bringen. Aufgrund von dem Bestreben, Prozesskosten einzusparen, sind wir sehr froh, dass wir auch das Thema der Plattform für Finanzprozesse hier vorstellen und besprechen können. In dem Zusammenhang spielt natürlich immer der CFO eine große Rolle. Was würden Sie sagen, wie hat sich die Rolle des CFOs, des Finanzentscheiders im Unternehmen verändert? Ich glaube nicht grundsätzlich, aber sie hat sich dahingehend verändert, dass man versucht, Potenziale in Form von Standardisierung zu heben, dass man versucht, mehr und mehr durch eine globale Brille, durch eine Vereinheitlichung von Prozessen hier einzuwirken, um diese Prozesskosten zu sparen, um ja, diese Lösung in weiter Fläche nutzen zu können. Wie würden Sie Ihre Rolle auf dieser Veranstaltung beschreiben? Welche Lösungen sehen Sie sozusagen relevant für die Teilnehmer, die hier vor Ort sind? Also unsere Rolle, wir sind Lösungsanbieter. Aus dem Grund sind wir hier. Wir suchen natürlich die Kontakte mit den Entscheidungsträgern. Die Lösung, die wir offerieren, wie eben gesagt, starker Fokus im Bereich Finanzprozessoptimierung und darüber hinaus, und das geht irgendwo schon ineinander Software Robotics für Finanzprozesse in diesem konkreten Fall. Gibt es Ihrer Meinung nach konkrete Lösungen, die Ihrer Erfahrung nach für nachhaltige und vor allem effektive Corporate Financing? Ja, wie gesagt, die Lösung, die wir offerieren, dadurch, dass sehr viele unserer Kunden ja im zum Beispiel SAP-Bereich ihre Kernlösung auch schon platziert haben, wir sind sehr froh. Wir haben eine SAP-zertifizierte, ganzheitliche Lösung, die ist skalierbar, die bringt sehr schnell den Nutzen und findet eine sehr hohe Akzeptanz bei unseren Kunden. Ja, zuletzt noch die Frage, welche Erwartungen nehmen Sie noch? Oder bringen Sie in diese Konferenz ein Ja. und was nehmen Sie für sich als Ergebnisse bisher mit? Also die Erwartung, die ich mitgebracht hatte und die ist jetzt schon am ersten Tag sehr gut erfüllt, ist einfach gute Gespräche mit den Entscheidungsträgern führen. Ich hoffe, dass wir das morgen am zweiten Tag fortsetzen können und natürlich ist mir auch sehr wichtig, dass man nach der Veranstaltung einfach anknüpfen kann an diese Gespräche. Sehr gut. Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall viel Spaß und vor allem Erfolg heute Abend auch beim Networking Dinner und ja, weiterhin viel Spaß auf der Konferenz. Vielen Dank. Besten Dank.